Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Heute wieder mit einem React und na klar, wie könnte es anders sein diese Woche? Die Twitch Clips Germany, das Ganze in der Folge 168 und wir schauen mal, was uns diese Woche alles Schönes geboten ist. Ich weiß, es ist ein bisschen spät diese Woche, weil eigentlich sollte das schon am Sonntag geguckt werden. Da hatte ich meine Problemchen und das klappte nicht, aber jetzt klappt's. Und jetzt schauen wir es uns zusammen an. Sehen wir rein, gehen wir in die Folge. Meine Damen und Herren, hier kommt für Sie, komm mal rein. Twitch Clips Germany. Ja, das war jetzt gerade ein kleiner Fehler von mir. Ich habe mich einfach aus Versehen falsch gedrückt. Und das liegt an der Software, die ich jetzt neuerdings hier benutze. Und ja, aber war wieder mal ein schöner Einstieg und schauen wir mal weiter. Ach ja, ich kann euch gleich sagen, es gibt Werbung. Dieses Video wird euch gesponsert von PUBG Mobile. Ein kostenloses Battle Royale-Spiel mit über 50 Millionen Spielern weltweit. Kämpfe alleine, im Duo oder Squad-Team um die Krone. Regelmäßige Kooperationen für Skins mit Marken wie Evangelion, The Boys, The Boys 2, Jujutsu, der neue Game-Mode Agent's Secret Arise für die Maps Erangel, Miramar und Livik. Folge den goldenen Pfad zum legendären Tempel, schalte die Wächter aus und erhalte epischen Loot. Skarabäen, mit denen du dich im Falle eines Todes respawnen lassen kannst. Okay, ich bin wach. Ein Riese, der über die Map schwebt und ein Geheimnis auf dem Rücken trägt. An einem Shopwagen kannst du dich für das nötige Kleingeld für die Runde eindecken. Besiegt gemeinsam den Pharao und erhalte überraschende Überraschungen. Das und noch viel mehr. Guck's dir unbedingt mal an. Jetzt schnell zum Download-Link in der Beschreibung. Danke PUBG Mobile für die Kooperation und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, also PUBG Mobile habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Ich habe es schon so oft gesehen, weil ich einigen Leuten auf YouTube folge, die da mit Tablets testen, Handys testen und das da immer reinschmeißen. Allerdings fand ich jetzt interessanter nicht das Spiel an sich, sondern diese überraschenden Überraschungen. Doppelüberraschungen? Okay, vielleicht unter Umständen könnte man es sich ja mal angucken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme nicht mal dazu, auf meiner Switch meinen täglichen Run über meine Insel zu machen. Dann noch ein Mobile-Spiel, ich glaube, das wird nichts. Ich kann ja manche Spiele auch auf Mittel oder Schwer spielen, aber nicht solche, wo ich... Ja. Wenn man es nicht auf Mittel oder Schwer spielen kann, dann sollte man es auf Leicht spielen. Ist vielleicht eine Maßnahme. Nimmt dann am meisten aber den Spielspaß, weil der normale Modus ist eigentlich immer der, wo am besten geeignet ist. Und ja, genau. Aber ja, passiert eben. Ich habe aus Versehen ein Kind gehauen. Ich habe diesen Move mit der Mom gemacht. Ne, dieses meiner... Ein Haus für meine Mama. Und dann kam das Kind so, wollte an mir vorbei und ich habe sie kurz mit der Hand getroffen. Das Kind. Was? Die erste Zahlung bitte nicht mehr schlagen. Also das fand ich jetzt einen guten Move. Ja, aber ganz ehrlich, eins gleich mal, damit wir hier auf dem richtigen Level sind. Kinder schlagen geht überhaupt nicht. Das sollte man lassen, tun nichts und ist keine schöne Nix. Aber ich fand jetzt den Move, dass das Kind dann 100 Euro spendet und ja, gar nicht so schlecht. Wobei, man muss natürlich dazu sagen, es war natürlich nicht das Kind, das sie geschlagen hat. Also, und es war ja auch nur versehen. Und ich denke mal, sie hat sich auch entschuldigt, sonst... Ja, sonst? Ja. Vor was bitte hat er sich jetzt da erschreckt? Da war doch gar nichts. Das war eine Tür. Und dahinter ein Gang mit Teppich. Hallo? Das ist nämlich das Ding, warum das so wichtig ist, geile Clips zu machen. Also wenn ihr Clips machen wollt, ne? Ich weiß gar nicht genau, wo muss man denn hier raufdrücken? Dadurch, dass das nicht Twitch ist, nicht da.
Stimmt, das ist ja gar nicht Twitch, das ist YouTube. Ja, man sollte schon gucken, dass man auf der richtigen Plattform ist, was das Ganze natürlich jetzt wieder mit den, ja, genau. Was das natürlich mit den Clips angeht, die könnt ihr natürlich bei mir auch machen. Wir sind ja jetzt gerade auch auf Twitch. Wenn ihr das natürlich auf YouTube schaut, dann seid ihr auf YouTube und nicht auf Twitch. Dann habt ihr mein React-Video dazu jetzt am Laufen. Hallo natürlich in den Chat an den Kistenkater und ja, den Ton sollte man schon anmachen, damit man was hört, sonst wird das ein bisschen problematisch. Jetzt gerade habe ich auch keine Frames mehr, die gedroppt werden, aber ey, you never know, ich habe keine Ahnung, er schwankt halt. Ja, schwanken tue ich manchmal auch. Ich schwanke manchmal zum Beispiel, wenn ich zu schnell aufstehe. Ich schwanke manchmal auch im Stream. Heute sollte es allerdings an sich wieder gut funktionieren, wenn ich so auf die Statistiken gucke. Ja, die habe ich hier im Blick. Aber was der Flo da hatte auf seinem Stream, keine Ahnung. Ja, genau, machen wir weiter. Bringt bestimmt Leute um. Wenn ich da oben rechts hinlaufe, ist da bestimmt jemand, den Franz hier umgebracht hat. Geht er jetzt hin und dann ist da jemand, der tot ist. Ich muss es immer wieder sagen, wenn ich dieses Spiel sehe. Among Us kann ich nicht. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht mit umgehen. Das ist eine gute Frage, Kistenkarte. Ich müsste es aber eingeschaltet haben, wo das mit den Clips ist. Auf jeden Fall kannst du irgendwo bei Twitch, wenn du guckst, dann draufklicken und dann werden die Clips gemacht. Und das sind ja dann natürlich auch die Clips, die hier bei Twitch Clips Germany landen. Wenn man sie denn einschickt, ich habe die Seite dazu. Ich habe bis jetzt allerdings noch keinen Clip gehabt, der mal einschicken kann. Was man natürlich auch machen kann, man könnte was aus dem Video rausschneiden und sagen Clip. Aber das ist mal so eine Sache. Und tschüss. Also, erstens, wenn man so etwas mitmacht, dann macht man das bitte auf dem Boden. Weil im Bett hat man das Problem, das Bett hört irgendwann auf und dann geht's abwärts. Hat man ja gesehen. So, zweitens, wenn man schon mitmacht, sollte man gucken, dass man das richtig mitmacht. Und nicht so halbherzig. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich solche Fitness-Trend-Videos nicht mitmache. Ja, so ist es. Achso, im Übrigen, schön, dass du es gefunden hast, Kistenkarte. Ich habe gerade die Meldung bekommen. So, jetzt wisst ihr, warum ich mein Mikro nicht unten habe, sondern da oben. Da. Hinter dem Mikro verschwindet jetzt mein Finger. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte meinen Finger verschwinden lassen. Aus diesem Grund, weil wenn ich da, falls ich das mal machen sollte bei irgendeinem Spiel, dann seht ihr, mir kann das nicht passieren. Mir fällt höchstens der Kopfhörer vom Kopf. Das ist zwar auch nicht gerade schön, aber immerhin wesentlich besser, als das Mikrofon mitten in die Fratze zu bekommen. Ich will so einen fucking Tanzautomaten haben. So ein DDR-Ding? Nee, nicht so ein, also dieses Step-Up-Dingens da mit diesen Bildschirmen und diesen Pfeilen auf dem Boden. Ja, aber das ist doch DDR. Dance, Dance, Resist. Ach so, ich dachte mal, es ist die Deutsche Demokratie. Nein! Dance, Dance, Revolution heißt das. Ja. Gemacht. Ja, das war jetzt mal wieder ein Daumen hoch für Jen. Das war wieder mal so das typische zwei Reden über etwas und haben dabei unterschiedliche Gedanken im Kopf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hätte sie es jetzt nicht erklärt, hätte ich jetzt auch gedacht. Ich habe auch jetzt überlegt, was meint sie mit DDR? Was war denn in der DDR, bitteschön, das mit Tanzen zu tun hat und mit Matten und so. Also, ja, genau. Ja, blauer... Hä?
Kistka, weil ich es gerade lese, worüber er sich erschreckt hat, über diese große schwarze Gestalt mit den grünen Augen, die da rumgelaufen ist. Die hat man ganz kurz gesehen, am Ende ist sie dann weggegangen, davor hat er sich erschreckt. Schlimmer ist eher das gewesen am Anfang, das hast du, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da hat sich einer vor dem leeren Gang erschreckt. Das ist viel interessanter, also ich meine viel schlimmer, weil vor dem leeren Gang erschrecken, das ist schwierig, wenn man vor die Haustür geht. Ist das ein und dieselbe Person? Hier steht feine Katze. Hier steht feine Katze. Das... Ist das? Ist das der? Mysteriös. Sehen wir, ob es aufgelöst wird. Sind das der eine? Sind das die gleichen? Ja, sind sie. Er spielt dieses Spiel. Und du reagierst da drauf. Ja, klar ist er das. Also, ist ja auch oben eingeblendet. Warum soll der eingeblendet sein, wenn er da nicht spielt? Naja. Ich könnte jetzt was über die Haarfarbe sagen, aber da müsste ich mich selber, denn, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich war beim Friseur. Mein Friseur sitzt ein Zimmer weiter. Das ist mein Mann. Der macht das ganz gut. Gibt sich sehr viel Mühe, muss ich sagen. Und, wenn ich nicht beim Friseur wäre, würde ich wahrscheinlich genauso aussehen, so von der Haarfarbe her zumindest. Oh, ja, leg mich doch am Arsch, ich hab die Scheiße, ey! Ist etwas passiert? Lauf! Denk schon wieder mehr! Oh Gott, das weh! Oh, ich hab den Stress! Wenn man keine Horrorspiele mag, warum zum Geier spielt man sie dann? Selbst wenn die Community das möchte und man sagt, okay, ich mach das mit, weil die Community das gerne möchte. Nein! Muss nicht sein. Wegen dem Adrenalin. Da kann ich auch einen Shooter spielen. Das kommt einfacher und bringt mir mehr Adrenalin. Oder ich... Nee, das ging jetzt zu weit. 6 Monate? What? Du hast einfach für ein halbes Jahr gerade ein Sub hier geschenkt bekommen. Der Arme. Was hast du gerade gesagt? Hast du gerade gesagt, der Arme? Jetzt würde ich in diesem Falle ganz kurz, so ganz minimal, kurz den Stream unterbrechen. Dann würde man im Hintergrund ein Au hören und dann ginge der Stream weiter. Weil sowas geht ja, also bitte. Ich liebe euch jetzt nicht. Au. Oh, nee. Da fehlten Stufen mit Schild mit Vorsicht, Treppe. Nee. Da fehlten Stufen mit Schild mit Vorsicht, Treppe. Da fehlt... Moment, das muss ich jetzt irgendwie, hab ich das jetzt nicht ganz zusammengekriegt oder habt ihr das auch nicht ganz zusammengekriegt? Also, fehlt ein Schild für die Stufe, Vorsicht Treppe, nee, Vorsicht Stufe oder es fehlt ein Schild für die Treppe, Vorsicht Treppe, aber hä? Nee, ich bin raus. Ich guck lieber. Spieler übrigens. Vollgeist. Was? Habe ich übrigens schon lange nicht mehr gespielt, muss ich schon feststellen. Und tschüss. So schnell kann es gehen. So schnell geht's meistens bei mir. Obwohl, manche Strecken mag ich, da komme ich richtig weit. Aber nicht alle. Und diese, obwohl, die kriege ich auch gut hin. Also, ich kann gut ausweichen. Natürlich nein, nicht so. So speicht man nicht aus. So springt man in die Suppe. Und jetzt merke ich gerade wieder, es ist zu ruhig. Wir hören gerade nicht mal einen Vogel zwitschern. Also muss ich jetzt singen. Ach ja, doch, gut, es hat mich gerettet. Ich singe jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Frage, ob das gut für den Stream war, dass sie nicht gesungen hat oder ob es schlecht war. Ich könnte ja mal singen. Nein, ich lasse es lieber. Stirb! Dein Freund da auch! Komm, zeig dich, du dreckiges Schwein! Kugaracha, ich zünd dich sonst an! Du hast 3 Sekunden Zeit, bevor ich dich anzünde. 3. Du wirst brennen. 2. Ich brenne. Erstens, der Stuhl kann nichts dafür. Zweitens, ja, du hast es doch angekündigt. Naja, wenn du die Vorlage bietest, dann bist du selbst schuld, wenn der Gegner das ausnutzt. Und Kistenkarte, ich hab dich auch lieb. Ich hätte jetzt noch andere Spiele, aber die sind alle nicht installiert. Oh. Au. So, jetzt wisst ihr, warum ich im Stream immer eine Flasche habe ohne Strohhalm. Genau. Ich habe immer eine Flasche ohne Strohhalm. Damit kann man... Wenn sie nicht umso rutschig wäre, hat man
nicht das Problem, sich das Zeug in die, in die Augen zu stechen. Genau, so. Und jetzt machen wir weiter. Wow! Was zur Hölle war das denn? Jetzt muss ich mal den Stream aufmachen. Ah! Also, bei dem Bild habe ich jetzt so ein paar Sachen gesehen. Das fand ich, also erstmal haben die Flagge runter, das war nicht so schön. Das hat ihn auch erschreckt. Aber im Hintergrund, der Marshall-Verstärker, der war richtig genial. Und daneben standen noch zwei Gitarren. Die eine war eine E-Gitarre und die andere sah richtig toll aus. Ich kenne auch jemanden, der eine Gitarre hat. Mehr sage ich dazu nicht. Nope, 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 nope. Aber das ist genauso schlecht wie ich. Das ist so lustig. Das ist so gut gerade. Ja, das war jetzt wieder mal so, komm, wir gehen noch einen Meter ran, damit wir uns treffen. Noch einen Meter, noch einen Meter, noch einen Meter, noch einen Meter, dann wird der Schiedsrichter erschossen. Und am Ende stirbt man, weil man sich mit dem Messer geschnitten hat. Ja, drei, natürlich. Hä? Wie viel Drittel ergeben ein Ganzes? Aber dann habe ich doch ein Neuntel und nicht ein Drittel. Wenn ich dreimal ein Drittel mache, habe ich doch... Dreimal ein Drittel ist doch... Nee, drei plus. Dreimal ein Drittel. Warte mal, wie war die Frage nochmal? Wie viele Drittel ergeben ein Ganzes? Aber da geht doch nur ein Neuntel. Das kann doch niemals ein Ganzes werden, oder? Jetzt mal no joke. Kann ein Drittel niemals ein... Bitte, bitte, tu mir einen Gefallen. Lies mal darüber nach. Klar kann ein Drittel irgendwann ein Ganzes werden, obwohl ein einzelnes Drittel natürlich nicht. Es müssten dann schon drei sein. Aber drei Drittel ergeben ein Ganzes. Weil man kann dann oben und unten das Ganze durch das gleiche teilen, nämlich durch drei, dann hat man ein Eintel. Und ein Eintel ist ein Ganzes. Aber mit der Mathematik haben viele Leute so ihre Problemchen, das weiß ich. Ich nicht. Ich komme mit Mathe irgendwie gut klar. Ich gebe es zu, es war in der Schule mein Lieblingsfach. Fuck. Sie hat es auf den Punkt gebracht. Ich muss immer wieder sagen, wenn ich Elden Ring sehe, ich hab's selbst nicht, ich spiele es nicht, es ist... Souls-like-Spiele sind nicht ganz so meins. Obwohl ich mich mal dran versuchen möchte, gebe ich ganz ehrlich zu, aber nicht an Elden Ring. Wenn ich sehe, was die Designer da für Monster erschaffen haben, ja, Respekt. Das ist mal eine Zusammenstellung. Ein Kopf, der etwas kleiner ist, dafür ein Riesenkopf von einem Drachen als Hand. Wer es braucht? Oh. Ich bin nur hier, weil ich nachts durch eine Gasse gegangen bin, einen dumpfen Schmerzen. Oh, Himmelblau, schalala, la, 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 Himmelblau. Himmelblau, ja, ich liebe dieses Lied. Ich weiß, jemand hat jetzt gerade wieder die Kopfhörer vom Kopf gerissen und sich total erschrocken. Genau, oh mein Gott, da kam es, ich habe drauf gewartet. Ich liebe dieses Spiel und Anne kann man damit so richtig schön erschrecken. Genau. Ach, ja. Nur durch Bits kann man mich runterkicken. Oh, never mind. Ja. Wieder mal ein typisches, kaum hast du es ausgesprochen, schon passiert. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass sie diesmal nicht dieses Augenzucken bekommen hat. Und meinte, sie liebt ihre Community, sie liebt ihre Community, sie liebt ihre Community. Achso, im Übrigen, bevor ich dazu komme, ich liebe meine Community natürlich auch. Liebes Tofu an dem Himmel. Wir haben einen kleinen Penis! Nein, dazu sage ich jetzt nichts. Funktioniert, Chat, funktioniert. Ich werde nicht mehr. Ist kaputt. Haha. Funktioniert, war kaputt. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Ihr müsst eine Sache wissen. Also eins kommt mir definitiv nicht ins Haus. Eine Rauchmaschine. Und schon gar nicht eine, die über meinem Kopf hängt. Definitiv nicht. Nein, nein, nein.
Holy shit, so weit war ich noch nie. Ja, hättest du mal das Maul gehalten. Hätte er mal das Maul gehalten, wäre er noch weitergekommen. Aber er musste es ja unbedingt auf den Punkt bringen. Nein, Kistenkater, kommt es nicht. Du hast gesehen, was da passiert ist. Abgesehen davon, ich mag Rauchmaschinen, ja, Nebelmaschinen. Die sind absolut genial. Aber das Zeug in die Augen kriegen, nein, das ist absolut ungenial. Ich weiß, wovon ich rede. Mir ist es nämlich schon mal passiert, vor etlichen Jahren. Lang ist her. Und nee, muss nicht sein. Eine Rauchmaschine, okay, gut. Aber dann einer am ordentlichen Platz angebracht. Bruder, mein Platz. Warum? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe nur gesagt, dass mein Platz muss ich kriegen. Ach so, ich habe keine Fierstung in die Schnauze gehabt. Trotzdem! Fuck! Warum gibst du deinem Kompagnon auch das Recht in die Hand, dich mit dieser Nebelmaschine zu bearbeiten? Mach das doch einfach aus. Dann kann er drücken, so viel er will. Stecke aus der Dose. Fertig. Thema gegessen. Nein. Hilfe. Hallo. Es ist schön, ein freundliches Gesicht. Was ist mit den Tüten? Also ich habe ja schon lustige NSCs in einem Spiel gesehen. Aber das war jetzt weird. Er will ihn erschießen. Und als ihm die Munition ausgeht, geht der Typ auf seinen Peiniger zu und sagt, schön, dass ich sie treffe. Ich habe noch nie, schon lange nicht mehr so ein nettes Gesicht gesehen. Hä? Ah, nochmal. Leute. Alle guten Dinge sind drei. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Ey, ohne Scheiß, ich hab keinen Bock mehr. Mach deinen Stream alleine. Das hat er jetzt davon. Genau. So hätte ich das auch gemacht. Ich wäre auch einfach gegangen. Ja, so ist das eben. Ah ja, die haben hier die vertikal oder vaginal? Nein, nicht vaginal. Nee, vaginal definitiv nicht. Du meintest vertikal, genau, aber nicht vaginal. Gut, dass ich schon zu Mittag gegessen habe. Das sind alles nur Aufrundwerbungen. Hä? Was? Aufrundwerben. Aufwerbrunden. Sag mal, was will ich denn gerade sagen? Aufwärmrunden. Genau, Aufwärmrunde. Genau, so nennt man das. Ja, genau. Aber wir kennen es ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Zum Glück hat jetzt keine geklippt. Das sind ganz sicher die Sachen, die mich auch voll interessieren. Habt ihr auch dieses Interesse, dass ihr mal gerne wissen wollt, wie fest man mit den Zehen an der Haut beißen müsste, bis es wirklich abgeht? Und wie sich das anfühlen würde, wenn man drauf rumkauen würde? Ja. Oh mein Gott, Girl, same. Ich weiß bei Toro immer alles. Ich auch. Also, um das mal aufzuklären, man kann sich nur so festbeißen, wie es kurz vor dem Schmerzpunkt ist. Aus dem ganz einfachen Grund, in dem Augenblick, wo das passiert, sagt das Hirn, nein. Das Hirn sagt, nein. Und dann hört man damit auf. Egal wie fest man dann trotzdem drückt, es wird nicht mehr. Also man kriegt höchstens eine Kiefersperre. Und das möchte man nicht. Glaubt's mir. Tut weh. Höllisch weh. Wo kommen die denn her? Mehr davon. Die Dinger aus dem Boden. Au! Wo kommen die denn her, die Dinger aus dem Boden? Da hast du es doch schon gesagt, aus dem Boden. Das ist Wasser. Mhm. Okay. Was ist das denn? Hier, Futterzeit! So schwimmen kann man aber wirklich nur in einem Spiel. Definitiv nicht in Realität. Und bevor die Frage kommt, ich habe das auch schon mal ausprobiert, aber das funktioniert nicht. Ich hab hier keine, aber das ist bei den anderen irgendwie auch so, aber bei mir war das jetzt die ganze Zeit fein. Und was für ein Anbieter hast du? Vodafone. Und was ist daran jetzt so schlimm? Ich habe auch Vodafone. Wo? Davon? Ja, genau. Sagt der Name ja schon. Nein, natürlich nicht. Ich bin mit meinem Internetanbieter völlig zufrieden und ich habe eigentlich keine großen Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen.
es mag Leute geben, die viele Probleme mit denen haben. Es gibt auch Leute, die haben viele Probleme mit anderen Internetanbietern. Probleme hat man immer irgendwo mal. Wichtig ist, dass der Kundendienst zumindest ein bisschen funktioniert und man dann zumindest Techniker hat, die sich auskennen mit dem, was sie tun. Und da muss ich sagen, bei allen Internetanbietern, bei denen ich bisher war, muss ich sagen, lief das eigentlich gut. Ich hatte nie länger als einen halben Tag kein Internet. Ich hatte mal längerzeitig Probleme, dass mir jeden Tag das Internet abgerauscht ist, aber das ist mittlerweile lange Vergangenheit und toi, 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 momentan nicht. Ich könnte Milchbaum wahrscheinlich mit Scharfsinn ausstechen, aber ich glaube, in einem Boxkampf, ich glaube, die spielt dreckig. Ich glaube, die zieht an den Haaren und wirft mit Sand. Und ich glaube, da verliere ich, glaube ich. In einem Boxkampf boxt man. Da wirft man keinen Sand. Und Haare ziehen ist faul. Meine Zuschauer! So wird das sein, wenn ich auf die Gamescom komme und dann kommen meine Zuschauer auf mich zu. Dann sind das so ganz viele Schweine. Milchbaum, manchmal wünschte ich dir... Nee, das sag ich jetzt nicht. Okay, öffnet, geht sie raus, statt mich zu holen. Ups, sorry. Ich hab aus Reflex Leertaste gedrückt. Ja, das mache ich auch hin und wieder. Sorgt dafür, dass das Ganze angehalten wird. Also, mein Stream hier. Eine Sache, die mir gerade einfällt. Da ist mein Game Boy Advance vergraben. Denn ich habe heute ein Glas mit Wasser versehentlich auf dem Schreibtisch umgekippt. Und es hat mein Game Boy Advance erwischt und einige andere Dinge. Aber hauptsächlich den Game Boy Advance. Und ich hoffe, dass der Reis ihn retten wird. Abföhnen reicht. Okay. Okay, pass auf. Pass auf. Wirke ich wie eine Person, die einen Föhn besitzt? Nein. Aber eins muss ich zu ihm sagen, er macht wirklich geile Was wurde aus. Müsst ihr euch mal angucken, da kommen Dinge bei heraus, da fragt man sich, wie kann das so gekommen sein? Naja, aber Kistenkader, ich hab's gerade so aus den Augenwinkeln gesehen, ja, weil Chat ist ein bisschen verzögert. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht vom Schlappcatchen gesprochen hat. Das Wörtchen davor lasse ich jetzt weg, weil hier gibt's keine Zicken. Wenn es hier eine Zicke gibt, bin ich das. Achtung, Achtung. Matscha schaut English Twitch Clips Germany. Abonniert Twitch Clips Germany. Ja, ich hab's abonniert. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich gucke es, ich reacte es und damit gehört sich das. React natürlich nicht. Damit gehört sich das. Ja. Jetzt habt ihr mich völlig rausgebracht. So, nein. Das gehört sich natürlich so, das Ganze zu abonnieren. Genau. Und ihr könnt das auch machen als meine Community. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und die von Twitch Clips Germany auch. Genau. So, und was war da? Wenn es keine Zicken gibt, dann gibt es auch keine... Was, dann bist doch du keine. Willst du mir jetzt hier mit Logik kommen oder was? Dafür bin ich zuständig. Hallo? Genau. Live long and prosper. Nein, so rum. Das erinnert mich gerade. Mein Mod, der hat uns in den Mod-Chat ein Bild von sich geschickt mit Milchi, weil er sie ja getroffen hätte. Und wir alle nur so, das ist nicht Milchbaum, das ist Jen. Und er so, oh. Ja, die beiden kann man schon mal verwechseln. Ich mache auch immer den Fehler, dass ich sage, es sei diese Person, das stimmt aber nicht. Genau. Na komm, mein Kleiner, komm, komm her. Ja, komm, schön machst du das, komm. Ja, ganz schön, ja, schön. Ne, da ist was im Weg, ja genau, komm her. Ja, ja, sehr schön. Oh, machst du das gut, na? Oh. Will irgendjemand jetzt wissen, was unter diesem Karton war? Ich nicht. Warte, ich muss kurz ein Selfie für meine Freunde zu Hause machen. Warte mal. Cheese! Oh mein Gott, ich werde gerade voll gechased von so einem Rollstuhlmonster. Ist richtig scary. Spooky! Halloween-Vibes. Hashtag Selfie. Hashtag Running for my life. Das war mal ein weirdes Horror-Game. Also, da würde ich mich eher totlachen, als mich davor zu gruseln. Zumindest in diesem Augenblick.
Oh Gott, hier komme ich doch. Hier komme ich da im besoffenen Kopf nie wieder weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich. Diese Fahrweise erinnert mich an jemanden. Soll ich euch sagen, an wen? An mich, wenn ich irgendwelche Rennspiele spiele und die Polizei hinter mir her ist. Da passiert das bei mir auch. Ja, genau. Right. Yeah, that's perfect. Just okay. Put it like this. Like this? Yes. Perfect. So maybe in front of your face like this, so people can see it. Okay? I'm gonna put this rubber band here. So it's in front of your eyes, in it your is hands, indeed. Right? Yeah. You're in control. And can I go through here? Can I go through here? And not even here, right? Yeah. Is there something weird about it? So if I'm gonna do a little rub like this. No, stop it! It's just gonna melt through. Like that. I love it! Cooler Trick, ja. Aber ich muss dazu sagen, ja, interessanter Trick. Katja, was machst du da? Wir haben meine Hände nicht mehr am Controller. Wow, ich weiß nicht, was geht. Katja macht einfach die. Katja hat einfach diese anderen Beinmuskulatur. Was? Ich bin's nicht. Also. Ich möchte gerne mal den dazugehörigen Oberschenkel sehen, weil der muss ja. Boah. Also gegen den ist der Oberarm von Arnold Schwarzenegger und The Rock und noch so einigen anderen Bodybuildern wohl Dreck. Definitiv. Ich krieg gerade einen Anruf, Moment. Ja, hallo? We have found some illegal activity on your Austrian identity card for drug trafficking and money laundering and some suspicious activity. You have to press 1 to resolve the case. Ja. Das klingt sehr legit. Genauso würde es klingen mit so einer Stimme, wenn sowas passieren würde. What the fuck? Das erinnert mich jetzt an den einen Kerl, der ständig von irgendwelchen Werbefirmen angerufen wird, darüber Streams bzw. Videos macht und die Leute am anderen Ende mit ihren eigenen Waffen veralbert. So, lass mal, können wir hier reinlunzen? Man sieht auch wirklich nur seinen Sichtkegel. Das heißt, wenn einer hier stehen würde, würde ich ihn erst sehen, wenn... Leck mich. Erstens mal, nein, definitiv nicht. Ich habe Schokolade im Kühlschrank. Zweitens, du hast es doch gesagt. Heute ist es irgendwie so eine Folge, weil die Leute sagen was, wissen also genau, was sie tun, tun es dann und wundern sich, dass genau das, was sie gesagt haben, passiert. Habe mir gestern eine neue Couch gekauft. Verkäufer sagt, da haben bequem 5 Leute ohne Probleme Platz. Wo bekomme ich jetzt 5 Leute ohne Probleme her? Schön. Das frage ich mich auch am Hutzen, wo man Leute ohne Probleme findet. Leute mit Problemen findet man überall. Überall. Es geht hier wirklich um Private Details. Private Details, ja, also... Wenn wir gleich zu den Sachen kommen, Sonja, zwischen uns beiden, dann werden die Private Details ja ganz toll. Meine Sachen, die du magst und die du nicht magst. Geheimen Tee, den spillen wir hier nicht. Nichts Geheimnisvolles. Oh Mann, ich hab dir das mit meinem Pipi im Vertrauen gesehen. Ja. Echt jetzt, muss es sein. Ja. Lache, ey. Jetzt wird einer auf so eine Fußzupe drücken die ganze Zeit. Beschleunigt! Ja! Das ist so geil.
Ja, also erstmal die Katze war geil und dann das mit diesem Lachen kenne ich. Man lacht und hat gerade was zu trinken im Mund und man kann, man will, man darf nicht out lachen, weil sonst hat man alles. Also Kistenkarte, ich erkläre dir das. Er hat etwas getrunken und in dem Augenblick sah er wohl unten diese Katze, die als dieses Kopfnick gemacht hat. Und da musste er lachen oder wollte lachen, aber er konnte ja nicht, weil er was zu trinken im Mund hatte. Und schau mal vor dich, was hast du vor dir stehen? Monitore. Was glaubst du, was passiert, wenn du die mit nassem Zeug anspuckst? Keine gute Idee. Definitiv nicht. Haben wir meine Klo. Wie bitte? Warum hat sie sich jetzt erschreckt? Erst singt sie vom Klo und dann erschreckt sie sich. Komisch. Was? Kistenkarte, du kannst doch nicht einfach die Katze erwischen. Also bitte. So was macht man nicht. Schäm dich, ab in die Ecke. 5 Minuten schämen. So, hallo Hintergrund. Ich grüße Hintergrund. Warte, ich grüße mal kurz den Hintergrund. Ach, ich sehe. Ach, jetzt sehe ich. Hallo Chat. Ach, jetzt sehe ich das erst. Ach so, warte. Ich drehe mich mal kurz um, ja? Ich würde sagen, es könnte eventuell sein, dass du auf der Gamescom warst und dann waren das natürlich alles Besucher, die hinter dir gestanden haben. Könnte sein, weiß ich aber nicht. Nur eine Vermutung, meinerseits, ja, so ungefähr. Ich möchte euch Bob vorstellen. Hui! Tschüss, Bob! Oh, es ist wieder ein Spinnennetz geflogen. Gratulation für die Spinne, mein Beileid für den armen Marienkäfer. Ich frage an die Kollegen, Tails Ankündigung rauskommen. Oh. Bestimmt, das war kein guter Schlag. Obwohl, der Schlag war gut. Irgendwie Kistenkarte, ich habe noch nicht alles im Blick. Und ja, ist ja in Ordnung. Dann stand da Gamescom, ist ja gut. Okay, aber irgendwie, bam, nicht gut. Ich kann es einfach nicht, weil ich dumm bin. Es kann nicht sein, meine... dass ich mit all diesen Was? Das war kurz vorm in die gemacht. Genau. Oder verloren. Ah! Karma is a bitch. Genau. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Die arme Pizza. Kann ich immer die arme Pizza. Und er dann so, okay, weiter Kinn runter. Okay, es war, ich glaube, irgendwie so ein Armeefotograf. Ja, die sind auch nett. So, aber das Ergebnis. Wegen des Themas, du wirst immer jünger, Funk. So. Ich sehe aus wie 48. Weil ich bin ja gute Launebär. Ach du Scheiße, ne? Ja, oder? Also ich fand jetzt nicht, dass du da auf dem Bild aussahst wie 48. Interessant wäre jetzt allerdings vielleicht zu wissen, wie alt du wirklich bist. Ob das jetzt was Komplimentmäßiges oder eben nicht war. Es ist nicht okay, dass ich in meinem Stream erzähle, wie mein Tag war. Den Mund sollst du halten. Also warum sollte man nicht im eigenen Stream erklären, wie es einem geht? Verstehe ich nicht. Ich bastel mir was zu essen. Die Pizza! Scheiße! Ich hab Pizza, Pizza, Pizza. Ich komme hier nicht raus. Es ist so eng. Warum ist es hier so eng? Oh Gott! No! Ach, wo bin ich denn? Profi-Tipp. Wer die Pizza nicht in den Ofen tut, kann sie nicht verbrennen lassen. Guter Tipp, werde ich mir merken. Aber sei froh, schlimmer wäre es gewesen, es wäre andersrum. Da hättest du nämlich jetzt Kohlebriketts. Telefon. You got tomato. You got
Das hat gepasst. Das war ein cooler Move. Na, große Klasse. Willst du mich verarschen? Nö. Also du willst mir sagen, dass ich auf dieses Schloss schießen muss? Ja. Ohne das hochzujagen? Ja. Oh, careful, careful. Geht doch. Ist doch gar nicht so schwer. Ich möchte jetzt aber nicht wissen, was passiert ist, nachdem er die Tür aufgemacht hat. Weil, warum was? Das sieht aus wie... Also so habe ich mir früher den lieben Gott vorgestellt. Also wie das Bild da oben natürlich, nicht wie die Frau da unten. Oh, ihr seht das falsch. Oh mein Gott. Nein, das sind geschlossene Augen und das sind die Augenbrauen da oben. Und das da unten ist der Mund. Hä, ist jetzt doch kein Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist der Schnurrbart, das sind die Augen und das ist der Mund. Ich habe mich gewundert, wo die Nase ist, aber okay. Aber das wundert mich jetzt immer noch, die Nase ist immer noch nicht da. Schnurrbart! Wow. Stimmt, oh nein, jetzt kann ich es auch nur noch so sehen. Ja, so ist das nun mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss aus Erzingen. Tschüss. Das war übrigens der falsche Knopf, die sehen uns noch. Aber mach euch weiter, kein Problem. Tschüss. Das war mies, ganz mies. Aber eine gute Idee. Hier, Twitch Clips Germany. Jetzt. War das gut? Ja, dem schließe ich mich an. Abonniert Twitch Clips Germany. Aber nicht nur Twitch Clips Germany. Nein, abonniert auch die Konfuzei. Das bin ich. Und darüber würde ich mich natürlich freuen. Genauso wie die Kollegen von Twitch Clips Germany. Es war heute wieder eine sehr schöne Folge, muss ich sagen. Hat mich richtig gefreut, die mit euch zusammen gucken zu können. Wie ich schon gesagt habe, Daumen hoch hier auf YouTube wäre natürlich schön. Ein Abo, wenn ihr möchtet. Und das Glöckchen. Und wenn ihr Ideen, Anregungen, Tipps, Kritiken oder sonst irgendwas habt, unten damit in die Kommentare. Ich reagiere darauf. Und wir sehen uns beim nächsten React-Video wieder. Bis dahin, sagt euch Tschüss, eure Josie.